Köder und der Wein des Monats Dezember 2023 ist ein Champagner. Grüß dich, Frank. Ja, guten Abend, Sven. Ja, ich habe einiges gelernt. Wir haben ein großes Briefing vorher gemacht und das haben wir ganz selten vorher immer, dass du mich mal komplett aufklärst. Diesmal war es wichtig, weil Champagner gehört zu den Prestigeprodukten überhaupt für Weine. Es ist ein versekteter Wein, der nach einer ganz speziellen Methode hergestellt wird und die ganze Welt spricht über Champagner. Filmstars zu ganz wichtigen Anlässen, Geburten bis zur Beerdigung wird Champagner eingesetzt und du liebst Champagner. Du bist ja Master auf Wein. Ist das ein eigener Fachbereich bei dir im Studium? Ja und nein. Es ist nur ein Fachbereich von ganz vielen, aber es ist ein ganz wichtiger Fachbereich und es gehört zu den nobelsten Pflichten eines Masters of Wine, einen guten Champagner von einem weniger guten oder von einem Nicht-Champagner unterscheiden zu können und auch zu wissen, warum das so ist und wie auch die weitere Entwicklung da ist und was vor allen Dingen damit zusammenhängt. Ja, das Ganze wird in einem Weinanbaugebiet angebaut, das nennt sich Champagne, das ist also geschützt auch der ganze Name. Das Besondere ist, es gibt nicht nur einen Champagner, auch nicht Dutzende, es gibt Tausende von Winzer, die Champagner herstellen. Ein ganz beliebtes Produkt, unglaublich streng reguliert, oder? Ja, tatsächlich, das wird streng überwacht und es macht vor allen Dingen eine Institution, das ist das Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, CIVC, abgekürzt. Und die kümmern sich wirklich um alle Belange, intern die Überwachung der Winzer, dass sie halt eben nur die bekannten Rebsorten, die zugelassenen Rebsorten anbauen, dass sie einen ganz bestimmten Rebschnitt haben, dass sie eine ganz bestimmte Ertragsmenge haben. Die legen auch die Höchstmenge der Ernte fest und auch die Menge, wie viel Reserveweine eingelagert werden können. Und das ist natürlich ein sehr enges Raster, in dem sich die Winzer da überhaupt entfalten können. Ja, das hier ist was ganz Besonderes. Normalerweise eine Cuvée aus auch verschiedenen Weinen, die zusammenkommen. Hierbei ist es ein bisschen anders. Das Gebiet sehr klein, 12 Fußballfelder groß, ja 6 Hektar. Ja, du lachst, das Briefing hat gewirkt. Ja, es ist so. Also normalerweise wird Champagner ja aus 3 zugelassenen Rebsorten gemacht. Chardonnay als weiße Sorte, Pinot Noir und Pinot Meunier eben als rote Sorten. Hier haben wir jetzt einen reinsortigen Chardonnay, sogenannter Plon de Plon, also ein weißer Wein aus weißen Trauben. Und der Betrieb ist tatsächlich überschaubar klein. Ein Familienbetrieb, mit dem wir schon seit mehr als 30 Jahren zusammenarbeiten. Es war eigentlich der erste Winzer, der uns beliefert hat. Und dem sind wir seit über 30 Jahren treu geblieben, mittlerweile in der 3. Generation. Und er kommt aus dem Ort Cramont. Und dort ist das Besondere eben, dass es nur Chardonnay angebaut wird. Das ist an der Côte des Plombs, also südlich von Ay. Und dort sind die Kreideböden am mächtigsten. Dort gibt es nur Grand Cru-Lagen. Und da muss man auch nochmal erzählen, was ist eigentlich Grand Cru? Ich habe vorhin gesagt, das Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, das legt jedes Jahr den Kilopreis der Trauben fest. Und das legen die fest für die höchste Qualitätsstufe, nämlich für Grand Cru. Und dafür wird 100% dieses festgelegten Preises von den Handelshäusern an die Winzer für den Kilopreis Trauben bezahlt. Bei den Premier Crus, die sind eine Qualitätsstufe unten drunter, da wird zwischen 90% und 99% des Preises bezahlt, weil da gibt es große Qualitätsunterschiede in der Qualität der Lagen. Und alle anderen Lagen, und das ist die Mehrheit, die große Mehrheit der Lagen, die werden dann unterhalb 90% des Preises verkauft. Und das ist dann Verhandlungssache der Makler mit dem Winzer und wiederum der Makler mit den Champagnerhäusern.
So eine Frage natürlich. Grand Cru, Premier Cru und das alles darunter. Preisunterschiede sind enorm. Wer legt denn das fest, was jetzt Grand Cru ist? Und sind da so Leute, die schmecken immer schön oder wie läuft das? Nein, das ist schon ein über viele Jahrzehnte festgelegter Bereich, der sich auch so gut wie gar nicht ändert. Und darüber wacht auch wieder das CIVC. Und das ist historisch auch gewachsen. Da ist es nachgewiesen, dass von dort eben die allerbesten Qualitäten kommen. Okay. Das hängt mit der Terroir-Zusammensetzung, mit dem hohen Anteil von Muschelkalk, also von Kreide letzten Endes ab. Und nirgendwo ist die Mächtigkeit dieser Kreideböden dichter und reiner vor allen Dingen als tatsächlich in der Côte de Blanc um Cramont herum. Ja, du vermarktest die Weine exklusiv. Sie werden auch noch direkt, glaube ich, vermarktet, direkt vom Winzer. Es gibt eine Besonderheit, das wusstest du noch nicht, als du entschieden hast, das wird Wein des Monats. Er hat einen exzellenten Preis gewonnen in einer Fachzeitschrift in Frankreich und der kommt erst raus im Dezember. Da hast du wirklich nicht gewusst, oder? Nein, ich wusste das nicht. Wir haben im Oktober, als ich die Bestellung abgegeben habe, nochmal, weil wir jetzt mit der dritten Generation schon familiär verbunden sind, da hat sich auch über die Jahrzehnte halt wirklich eine freundschaftliche Beziehung entwickelt. Ich habe mit der Dominique, das ist die Frau von dem Denis Petitjean, und telefoniert und sie sagt mir, Frank, gut, dass du anrufst. Ich wollte dir schon Bescheid sagen, du musst dich für Weihnachten bevorraten, weil es könnte passieren, dass wir irgendwann keinen Wein mehr haben. Dann sage ich, ja, wie kommt das? Dann sagt sie, ja, wir haben beim Weinwettbewerb mitgemacht. Da wurden nur Winzer-Champagner zugelassen. Champagne de Vigneron nennt sich das in Frankreich. Und die haben einen Test gemacht und man konnte da einreichen. Eine berühmte französische Weinfachzeitschrift. Und es waren 38 in der Kategorie Brut Natur. Und wir sind auf dem ersten Platz gelandet. Oh, kriegt man auf Wunsch vielleicht ein PDF noch irgendwie nach. Das werden wir dann noch gucken. Ja, den kann man sich dann mit zu der Flasche machen. Aber schlechte Nachricht ist, wir können ja mal die Rückseite zeigen. Hier haben wir was ganz Besonderes. Wir haben ausgewiesene Produktionswerte und das macht kaum jemand. Also wenn du das mal kurz erklärst. War in dieser Transparenz macht es kaum jemand. Die meisten Champagnerhäuser würden das allein schon deswegen nicht machen, weil sie so eine Riesenmenge haben. Und mit jeder Charge ändert sich das ja auch ein bisschen. Aber hier ist der Denis wirklich sehr, sehr transparent. Aber du kannst ja mal vorlesen. Ich kann es von der Seite aus gar nicht lesen, was da steht. Blanc de Blanc, das heißt? Ja, ein weißer Wein aus weißen Trauben. Also weißer Wein aus weißen Trauben. Genau. Muss man erklären, denn auch aus roten Trauben kann man weißen Wein machen. Die werden dann halt nicht richtig durchgedrückt, ja, sondern die Schale. Dann ist praktisch Rekulté, das ist wahrscheinlich die Ernte. Ja, gelesen heißt das am. Also 29.8. bis 6.9.2018. Jawohl. So, dann haben wir die Assemblage 2016, 2017, 2018. Das ist die Ernte aus 3 Jahren. Jawohl. Das ist bei Champagner üblich. Man legt einen Teil der Weine im Tank zur Seite, um die Jahrgangsunterschiede auszugleichen. Das ist der Hauptzweck, weil es gibt ja Jahrgänge, die sind kühl, dann haben die mehr Säure. Es gibt Jahrgänge, die sind sehr warm, wie 18 beispielsweise. Da sind die ein bisschen kräftiger im Geschmack, in der Aromatik. Und da man ein homogenes Produkt haben will, das Jahr für Jahr sehr, sehr ähnlich schmeckt, versucht man, das über diese Jahrgangskuvertierung aufzufangen und nimmt dann Rückgriff auf die Reserveweine. Ja, das kann man das schön sehen. Also Mise en Bouteille, das ist am 2.5.2019. Jawohl. Degorgement, das ist 2019 ist er also in die Flasche gefüllt worden. Im Mai 2019. Genau, dann kam ein Likör de Tirage dazu. Das heißt, es wurde mit einer Zuckerhefelösung gefüllt und dann mit einem Kronkorken verschlossen. Sehr schön. Und dann kommt der nächste Wert, ist das Degorgement. Das ist das, was wir gerade hatten? Genau. Degorgement ist dann, wenn die Hefe wieder rauskommt. Ah, okay. Das heißt, die wird anschließend ausgeschossen. Auf das, wie das funktioniert, werden wir uns gleich mal kurz unterhalten. Das geht ganz schnell. Dosage, das ist das, was reingekommen ist. Also diese Hefe-Zuckerlösung. 6 Gramm. 5 Gramm in dem Fall. Okay, Brüt ist die Geschmacksrichtung. Brüt, ist das schon leicht süßlich oder ist extra Brüt? Nein, ist immer noch sehr, sehr
trocken. Man Brüt ist etwa zwischen 3 und 8 Gramm Dosage pro Liter Restsüße, die da reinkommt, ganz minimal, um halt diesen Wert zu erreichen. Und dann gibt es darüber noch die Kategorie Extra 3 und Sec. Ja, was wörtlich übersetzt eigentlich extra trocken heißt, ist natürlich Quatsch, weil er ist viel süßer. Okay, verstehe. Dann gibt es noch die Angabe des Weins, der drin ist, 100% Chardonnay, und die Village, da sind wir schon drauf eingekommen, ist Cramont. Ja, aber es sind 3 Orte, oder? Cramont, Avis und Chouilly. Genau. Das sind 3 Grand Cru-Orte und aus diesen 3 Orten kommen die Trauben halt für diesen Wein. So, das heißt, das ist kein Jahrgangssekt, sondern ein 3-Jahrgangssekt, aber aus dem gleichen Gebiet. Und das ist eine Besonderheit. Viele Winzer machen gar keine eigene Produktion des Weines, sondern die liefern nur Trauben ab, die Champagner produzieren. Ja, da gibt es überwiegend eine Arbeitsteilung, weil die ganz großen Champagnerhäuser wie Moët, Veuve Clicquot, Pommery, Pieper Heidsieck, Taittinger, Bollinger, wie sie alle heißen, die produzieren Millionen von Flaschen, haben aber gar nicht genug Weinberge, um die Trauben für diese Produktion zu haben. Also kaufen sie Trauben von Winzern zu. Das wird über diesen festgelegten Traubenpreis geregelt. Und dann machen die aus diesen zugetrauften Trauben ihren Wein. Darf ich mal was fragen? Das heißt, die kommen alle in ein ganz großes Gefäß? Das ist so groß wie der Eiffelturm? Oder wie? Nein. Also, die müssen ja auch gucken, dass der Geschmack immer ähnlich ist. Nein. Das wäre fatal. Dann hätte man irgendeinen Mischmasch. Es wird tatsächlich so gemacht, dass jede Charge aus jeder Parzelle separat gepresst wird und dieser gepresste Most auch separat in kleineren Tanks nicht gelagert wird, erstmal vergoren wird, damit da ein Stillwein draus wird. Und dieser Stillwein braucht ja eine zweite Gärung in der Flasche, kommt dann wie hier im Mai 2019 in die Flasche. Da kommt der Zuckerlikör dazu mit den Hefen, Kronkorken drauf, und dann verrichten die Hefen ihre Arbeit, lösen quasi eine zweite Gärung aus, fermentieren den gesamten Restzucker in zusätzlichen Alkohol plus CO2. Das CO2 kann nicht entweichen, und das letzten Endes bildet die Perlen, die im Champagner diesen Schaum ergeben. Ja, du darfst mal eine kleine Lobeshymne auf diesen Champagner machen. Wir haben uns am Anfang darüber unterhalten, Champagner gibt es ja schon im Supermarkt, wenn da mal ein Angebot ist, dass die darauf aufmerksam machen wollen. Hey, ich gehe in Aldi, kaufe Champagner und nehme dann natürlich noch Nudeln mit, ja, das da ist. Die sind vielleicht auch nicht schlecht, ja, muss man sagen, aber das hier ist schon was ganz Besonderes. Das ist eben ein handgefertigter Wein von einer kleinen Familie mit einem überschaubaren Gebiet, mit dem du schon seit über 30 Jahren zusammenarbeitest. Und es gibt noch eine andere Qualität, muss man sagen, eine Reserve, den haben wir eben getrunken. Wir haben nämlich gesagt, wir trinken erstmal einen etwas besseren, um da mal festzustellen, ob es da einen Unterschied gibt. Der ist noch länger gereift, der ist fast 10 Jahre in der Flasche. Ja. Das gibt's auch. Genau, das gibt's auch. Also die meisten guten Produzenten, die lassen den Wein sowieso viel länger im Hefekontakt, als der Gesetzgeber das vorschreibt. Hier sind es jetzt sogar 3 Jahre, verpflichtend sind also 2 Jahre. Und diese 3 Jahre extra kosten natürlich auch ein bisschen mehr Geld. Das ist ganz klar, was man nicht verkaufen kann und tot im Keller liegt. Da passiert erstmal nichts. Aber was passiert in diesen 3 Jahren? Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also wenn die Hefen ihre Arbeit verrichtet haben, haben noch zusätzlichen Alkohol aus dem Restzucker erzeugt, und das CO2, das ist komplett durchgegoren, da ist nichts mehr, wovon die Hefen sich ernähren könnten, dann sterben die ab. Die sterben, die liegen dann am Boden irgendwann? Genau, die sinken auch an den Boden. In dem Fall liegen die Flaschen tatsächlich horizontal im Keller gelagert, eine neben der andere, immer so auch im Gegenstück dazu, damit man die gut stapeln kann, damit die sich nicht kippen, legt man da so dünne Holzlatten drüber. Der Franzose sagt dann auch, die liegen sur latte, ja, und dann reifen die
bei homogener oder konstanter Temperatur und homogener Luftfeuchtigkeit über Jahre in diesem Keller. Das war aber genau die Flasche, die auch gereift wurde, die du jetzt in der Hand hältst, war die Flasche, wo der schon immer drin war. Das ist praktisch sein Zuhause. Genau, das ist seine zweite Heimat. Der ist ja erstmal im Tank vergoren worden, im Tank gelagert worden. Dann kam er in die Flasche und in dieser Flasche letzten Endes kommt er dann auch auf den Markt. Du hast mir erzählt, ein guter, ich sag mal Winzer-Champagner ist eigentlich unter 40 Euro bei den Markenchampagnern nicht zu kriegen. Oder ich sag mal, ein Markenchampagner unter 40 Euro, also so war's. Einen guten Champagner unter 40 Euro zu bekommen, ist eigentlich heute, ja, das war vor 3 Jahren vielleicht noch ein bisschen anders, aber heute mit dieser Preisentwicklung auf dem Sekundärmarkt für die Rohstoffe, sprich Glas, Kapseln und so weiter, alles exorbitant gestiegen, die Energiepreise sind gestiegen, die Arbeitskosten sind gestiegen, aber vor allen Dingen steigt der Kilopreis für die Trauben enorm an, weil die Nachfrage ist groß. Die Champagne hatte zwei sehr kleine, mengenmäßige, sehr kleine Jahrgänge, die aber qualitativ gut waren. Und es steht einfach nicht genug Champagner zur Verfügung. Ist das so? Je die Nachfrage ist größer als... Je größer die Krisen sind, desto mehr Champagner wird getrunken, habe ich das Gefühl, oder? Bitte? Oder ich sagte, je größer die Krise ist, desto mehr Champagner wird getrunken? Nein, das kann man jetzt, da gibt es jetzt, glaube ich, keinen wirklichen Zusammenhang. Aber Champagner ist natürlich das Getränk, um die wichtigsten Momente im Leben zu feiern, wenn man gute Anlässe hat, sei es ein Geburtstag oder einfach nur, dass man sich was Gutes gönnen will. Aber bei jedem wichtigen Fest ist Champagner eigentlich in Frankreich definitiv gesetzt. Die Franzosen trinken also auch erheblich mehr Champagner als jedes andere Land der Welt. Dort ist das ja in der DNA fast der Franzosen gespeichert. Und die gönnen sich dann ganz einfach auch, wenn es etwas mehr kostet als der normale Wein, gönnen die sich das einfach. Und das ist eine schöne Tradition, das ist eine gute Tradition. Und wenn man ganz ehrlich ist, im Bereich Schaumwein, da gibt es nichts Besseres auf der Welt. Da gibt es nichts Komplexeres, da gibt es nichts Faszinierenderes, nichts Exklusiveres, nichts Einzigartigeres als Champagner. Das ist so die Königsklasse. Faszinierend. Das ist sowas von elegant, voller Finesse, voller Harmonie. Das ist so erfrischend, belebend, verführerisch. Das ist sexy, das hat Erotik. Das ist ein Getränk für jede Situation. Sehr schön. Ich habe dich eben unterbrochen. Die Flasche liegt dann. Die Hefen sind unten in der Flasche sind gesammelt. Jetzt will man ja diesen Schleim, der da unten liegt. Das kann man so beschreiben, schon als Schleim? Ja, es ist so wie ein Pulver, das sich abgesetzt hat. Und das liegt natürlich dann am Flaschenboden, weil das jetzt ja eine Flasche ist, die nicht bewegt wird, liegt die quasi über die gesamte Länge der Flasche. Und jetzt muss man ja irgendwie versuchen, die Hefe aus dieser Flasche rauszubekommen. Und dafür gibt es diese sogenannten Rüttelpulte. Man steckt die also waagerecht in diese Holzständer mit den komischen ovalen Öffnungen. Und dann kommt der Kellermeister oder der Remueur, also derjenige, der Rüttler, und der dreht jeden Tag die Flasche ein Viertel Umdrehung und jeden Tag stellt er die ein bisschen senkrechter. Und das dauert ein paar Wochen und dann stehen die ganz senkrecht. Und mit jedem Rütteln rutschen die Hefen so ein Stückchen weiter nach unten. Du willst mich jetzt verkackeiern. Das gibt jemand? Nein, das ist tatsächlich so. Und die sammeln sich unten dann am Kronkorken. Das ist ein Beruf, also praktisch wie YouTuber, ein richtiger Beruf. Das ist ein richtiger Beruf, ja, der allerdings auch vom Aussterben bedroht ist. Denn die Maschinen. Weil es gibt immer mehr Maschinen, die es auch sehr gut machen, die es vor allen Dingen schneller machen, die es in kürzerer Zeit dadurch auch machen können. Und insofern... gibt es natürlich Häuser, die das von den großen Champagnermarken aus Showgründen immer noch haben. Auch so, da sind die Top-Champagner sind in Hand gerüttelt und die anderen, die werden dann verrottet. Auch das verkauft man gerne den Kunden. Aber wenn man Millionen Flaschen rütteln muss, also es ist auch nicht wirklich gesundheitsfördernd. Ist aber hier nicht der Fall. Bei den Winzer-Champagnern hingegen ist es so, die haben die Zeit, die haben die Manpower und so ein Betrieb mit 6 Hektar, ja, der kann auch noch alle Arbeitsschritte selber machen. Was kommt da raus aus 6 Hektar eigentlich an Wein? Wie viel Liter kommt denn da so raus? Kann man das sagen?
Ja, das lässt sich natürlich rechnen. Also man hat etwa einen Hektar Höchstertrag von rund 100 Hektoliter pro Hektar. Das heißt 100 Hektoliter, wenn man 6 Hektar hat, hat man 600 Hektoliter. Was ist ein Hektoliter? 100 Liter? 100 Liter, genau. Also 600 mal 600 sind, sind 6 Millionen Liter. Nee. Das ist nicht, die Nullen werden addiert? Nee, das sind 600.000 Liter. Wenn man 600 Hektoliter hat und hängt zwei Nullen dran, 100, ne? Dann hat man 60.000 Flaschen, also 60.000 Liter. 60.000 Liter, also lass mal, ja, okay. Du wirst schon, stimmt schon alles, was du sagst. Ich war ja auch besser am Reden und nicht in der Mathematik. Also gut. Also jetzt muss man ja irgendwie versuchen, dass diese Hefe da rauskommt, ja. Und dafür gibt es zwei mögliche Verfahren. Das gängigste Verfahren, das industrielle Verfahren, ist es, dass man diesen Flaschenhals einfriert in superkaltem Wasser. Und wenn das eingefroren ist, das dauert so ein paar Sekunden bis eine Minute oder auch zwei. Wenn es dann eingefroren ist, das läuft so übers Laufband und ja, am Ende wird die Flasche dann ganz einfach wieder Kronkorken geöffnet und durch den Druck schießt diese Eispropfen raus und dann steht die Flasche wieder senkrecht. Das macht auch eine Maschine, oder in dem Fall? Das geht in aller Regel maschinell bei der Großproduktion. Ein kleiner Winzer, und das ist halt das zweite Verfahren, der macht es von Hand. Das ist ganz witzig, auch das mal zu sehen. Der hat so eine Maschine, dann kommt ja diese Flasche, die senkrecht steht, die kommt dann an diesen Flaschenöffner, der den Kronkorken öffnet. Wie Kronkorken? Ja, und dann wird der Kronkorken, also wie ein Bierflaschenöffner, sieht das aus. Und dann wird er geöffnet und im gleichen Moment auch senkrecht gestellt. Und der schießt natürlich dann gegen so eine Schürze dieser Kronkorken, der Eispropfen genauso. Und dann druckt der aber mit seinem dicken Daumen hier oben drauf, dass eben so wenig wie möglich Flüssigkeit verloren geht. Und ich kann dir sagen, der hat einen gewaltig dicken Daumen. Also es ist unglaublich. Der ist doppelt so dick wie meiner. Und deswegen gelingt es dem auch, das komplett. Ja. Das ist ja krass. Ich stelle mir gerade die Stellenausschreibung vor, wenn die mal einen neuen suchen. So suche Menschen mit dicken Daumen. Ja, oder? Stellenbeschreibung, ja. Ist nicht so ganz einfach. Nee, aber das heißt, das kommt dann raus. Das Problem ist, da fehlt ja dann anschließend Champagner. Ne? Genau, dann fehlt ein bisschen was. Und dann kommt diese Dosage ins Spiel. Dann wird genau berechnet, wie viel Wein man auffüllen muss und wie viel Zuckergabe, also das ist eine Flüssigzuckerlösung, hineinkommt, um dann diese Dosage, die gewünschte Dosage von 5 oder 6 oder 3 Gramm pro Liter zu haben. Die steht auch hinten drauf, haben wir eben gelesen. Genau, das steht hinten drauf. Und dann nennt er sich zwischen 4 und 8 Gramm Restzucker, nennt er sich halt Brüt. Unter 3 darf er sich extra Brüt nennen. Ach, ich kann das einstellen mit der Dosage? Ja, und das kann man einstellen, wie man möchte, weil man denkt, von der Sorte kann ich mehr verkaufen. Oder Brüt Natur, dann gibt man überhaupt keine Dosage dazu. Da füllt man nur mit dem Champagner auf. Und dann wird er mit einem Korken verschlossen in aller Regel, mit der Agraffe gesichert. Und dann ist er eigentlich schon marktfähig. Blöde Frage, was verkaufst du am meisten eigentlich? Brüt, extra Brüt? Brüt oder? Ist die gängigste Geschmackrichtung. Allerdings, wenn die Gourmets, die greifen immer mehr zu extra Brüt, also zu ultra trocken. Und das sind auch die spannendsten, die aufregendsten Weine, aber da muss man ein bisschen Erfahrung damit haben, um die auch zu verstehen. Also die Brüt sind etwas charmanter, etwas runder, etwas gefälliger, etwas mehr Mainstream. Also das Zeug, was ich am 31.12. um 0 Uhr öffne, ja, ist wahrscheinlich ein Brüt. Dafür ist extra Brüt eigentlich zu anstrengend. Ja. Okay. Wenn man feiern will, ist Brüt. Ja gut, ich schlafe ja immer bis 5 vor 12 und dann lass mich wecken. Das ist mir viel zu stressig. So, sehr schön. Also jetzt habe ich schon viel gelernt. Das heißt, also da kommt ein Kronkorken drauf, dann wird der entkorkt, dann fliegt die Hefe raus, die dafür gesorgt hat, dass die Bubbles dann auch schon teilweise reinkommen. Da ist ja richtig Druck drauf dann. Ja. Dann wird aufgefüllt mit der Dosage. Da ist auch noch mal ein bisschen Hefe drin in der Dosage. Nein, da ist keine Hefe mehr drin, dann wird es ja wieder. Aber was hast du gesagt? Da ist Zuckerlösung. Zuckerlösung. Also um diese Süße. So, zuerst war ja Zuckerlösung mit Hefe einzustellen. Ja, genau. Aber was wir noch nicht erklärt haben, ist eigentlich, was passiert, während die Hefen da unten liegen.
Aha. Was passiert denn da? 3, 4, 5 oder 10 Ah, jetzt weiß ich die Nummer mit dem, okay. Ja, die sterben ja ab, haben wir gesagt. Ja. Und wenn die abgestorben sind, dann zerfallen die. Ja. Und bei diesem Zerfall der Hefen setzen die trotzdem noch Aromen frei. Und das sind die sogenannten Brioche-Noten. Und je länger der Wein auf der Hefe liegt, umso intensiver wird in aller Regel auch der Einfluss durch diese Brioche-Noten, hängt aber auch so ein bisschen von dem Alter der Grundweine ab, ob viele Reserveweine drin waren oder nicht. Aber vor allen Dingen werden auch die Perlchen immer feiner. Also Brioche ist doch das Zeug, was man kriegt an St. Martin, die Bäckereien. Die verkaufen dieses Brot, die süße Brot, ist das Brioche? Nee, Brioche ist zwar ein leicht süßliches Brot, aber das ist das Brot, das man eher zur Gänseleberpastete isst. Was alles du weißt, das ist ja... Also es ist ein weißes Brot, geh mal nach Saarbrücken, da kannst du in einer ganz bekannten Bäckerei, Steigleitner oder auch Brot und Sinne, die machen beide recht gute Brioches. Und dann kaufst du dir einen Brioche-Teig und dann schneidest du den in Scheiben und toastest es ganz kurz. Mhm. Und dass du so eine leichte Färbung in der Farbe hast, leichte Toast-Feeling hast, so eine leichte, ja, feine Härte am Rand. Und dann hat das genau die richtige Konsistenz. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich stelle dir immer die Frage, zu was trinkt man denn Champagner? Also ich würde auch Champagner so trinken. Gibt es Speisen, die sich besonders gut eignen? Also erst einmal ist es so, dass Champagner der beliebteste Aperitif ist. Das ist eigentlich ein Appetitmacher. Mhm. Ja? Also vor dem Essen? Vor dem Essen. Das ist der häufigste Einsatz beim Champagner. In vielen Restaurants wird man ja nach einem Aperitif gefragt oder in den guten Restaurants und Spitzenrestaurants wird man gleich gefragt, möchten Sie ein Glas Champagner haben? Und wenn man da hingeht, weiß man schon, dass man da am besten mit Ja antwortet. Na, ich frage dann immer, was er kostet, aber das ist die falsche Frage. Oder? Ja gut, die wird ja mit Sicherheit auch beantwortet werden. Aber dann stehe ich wieder da, nein, wie so ein Depp. Das weiß man ja. Also ja. Ein Glas Champagner in der Sterne-Gastronomie kostet minimum 12 Euro. Okay. Also drunter gibt es gar nicht. Aber was ist da denn drin in dem Glas? Ist es 0,01? 0,1, ja. Ist das gut eingeschenkt, oder? Ja, also die sind da jetzt nicht knauserig, ne? Ja. Aber 12 ist eigentlich schon das untere Limit. Also 12 Euro für 0,1 wird das verkauft. Da sind 0,075 drin, also 100 Euro die Flasche. Da hat er auch nicht die Welt dran verdient beim guten Champagner. 70 Euro jetzt. Ich wollte nur mal kurz testen. Ja, du weißt ja mit der. So, habe ich verstanden. Das heißt, Brioche, das sind diese Noten, die dann durch die Hefe dann da drin sind. Und was passiert denn dann? Also durch das Drehen zum Beispiel? Ja, beim Drehen wird das dient ja nur damit dazu, dass die Hefen rauskommen, dass die, okay, dass sie nach unten kommen, ja. Also das Drehen ist nicht für den Geschmack da. Das Drehen hat mit dem Geschmack nichts zu tun, überhaupt nichts. Der Geschmack entsteht tatsächlich durch die Reifezeit, durch den Einfluss der Hefen und anschließend durch die Dosage, eben durch das Wiederauffüllen mit Champagner bzw. der Zuckerlösung, ja. Das beeinflusst den Wein wesentlich. Gott, jetzt hänge ich gerade. Jetzt hängst du gerade, das mache ich einfach weiter. Ja, bitte. Okay, also wir haben ja schon zu Beginn gesagt, was darf so ein Champagner eigentlich kosten? Ne? Also ich habe vorhin gesagt, ein guter Champagner, selbst die Marken Champagner sind heute nicht mehr unter 40 Euro zu haben, die Flasche. Die Masse-Champagner. Manchmal zur Weihnachtszeit gibt es in im LEH oder auch bei den Discountern gibt es verschiedene Angebote, wo man es auch mal unter 30 Euro bekommt. Oder halt bei den Billiganbietern, ja, die verkaufen dann aber nur Massenproduktion einfachster Qualität und die, sag ich mal, Nicht-Champagner-Kenner fühlen sich wohl damit. Das ist okay, damit kann ich auch gut leben. Da kann ich auch gut punkten. Die würden aber nicht kaufen, die würden sich mir die Nackenhaare stellen. Sag mal, kurze Frage, bei diesen teuren Champagnern sind ja immer so praktisch Kartons drumherum um jede Flasche, die dann auch nochmal ganz wichtig aussehen. Das ja, ist jetzt Packaging ist ein ganz ist jetzt hier gar nicht der Fall. Hier ist einfach nur eine weiße Kiste. Ja, da ist jetzt nicht hier ist kein Firlefanz dahinter. Bei den großen Champagnerhäusern, die verlangen ja schon stolze Preise für ihr Produkt. Und wenn man sich überlegt, die haben aber auch eine Wahnsinns-Marketing-Maschine dahinter.
Die müssen das ja an Mann und Frau bringen. Die wollen ja, dass es nur in den richtigen Läden steht. Das ist eine Wahnsinnsvertriebsmannschaft dahinter. Das alles kostet enorm viel Geld. Ich behaupte mal, bei jeder Flasche Champagner Premium von einer großen Champagner-Marke sind 50% der Gestehungskosten sind dem Marketing geschuldet. Das heißt, die Hälfte geht fürs Marketing drauf. Ist ja nicht so unrealistisch, wenn du heute guckst, gute Parfums und so weiter, ja. Die leben ja von der Marke. Und ja. Das hier ist also quasi ein ich sag mal, Winzer-Champagner, der dann in dieser Zeitschrift stehen wird. Ich krieg da schon Gänsehaut. Hast du genug Flaschen eingekauft, ja? Ja. Also sind genug da. Wie das im Oktober gesagt hat, habe ich gesagt, du, ich rufe sowieso an, weil wir den als Wein des Monats Dezember gewählt haben. Da brauche ich sowieso eine viel größere Menge als üblich. Und jetzt ist jetzt sowieso die Zeit, wo ich viel bestellen muss. Also ich bin gut bevorratet. Und der Listenpreis von der mittleren Flasche, was? Ja, die mittlere Flasche kostet normal 42 Euro. Die ist im Preis leider Gottes auch ein bisschen gestiegen, aber 42 Euro. Und wir bieten sie jetzt im Dezember als Wein des Monats vom 1. bis zum 31. Dezember zum Sonderpreis, zum Schnäppchenpreis von 36 Euro an. Ja, und wer sich auskennt, das sind 6 Euro. Das sind im Prozent etwa 15%. Das ist quasi fast eine ganze Marge, die da drauf geht. Ja, aber mir sind zwei Dinge wichtig. Ich mache gerne Menschen glücklich. Wenn ich damit Menschen erreiche, die sich sonst eben nicht einen guten Champagner gönnen, haben wir schon viel bewirkt. Zweitens ist das Ganze nachhaltig. Also es ist nicht nur so, dass die dann nur kaufen, wenn es den Schnäppchenpreis gibt, sondern wenn die Gefallen dran finden, trinken die auch den Rest des Jahres. Das heißt also, das ist so ein bisschen anfüttern dann auch für die Leute und dann sagen die, hey, der gefällt mir gut. Aber es ist auch ganz wichtig, dass ich dem Winzer mal Dankeschön sage. Wir arbeiten jetzt seit 3 Jahrzehnten zusammen, seit mehr als 3 Jahrzehnten. Das ist schon die 3. Generation. Ich habe mit dem Vater von Denis schon zusammengearbeitet. Dann ist der verstorben, der Denis hat alles gemanagt, hat alles übernommen, hat alles richtig gemacht, ist einfach in der Tradition des elterlichen Familienbetriebes, hat er das weitergeführt und mittlerweile ist die Marie, seine Tochter, übernimmt mehr und mehr Verantwortung. Jetzt hatte der Denis auch noch einen Unfall, die Schulter ist zertrümmert, also der kann nicht mal mehr rütteln momentan. Die Tochter ist da voll mit drin und ich wollte ihm einfach mal auch Dankeschön sagen für 3 Jahrzehnte. Zusammenarbeit und er war noch nie Wein des Monats gewesen. Er hat es auch noch nie geschafft, auf unsere Hausmesse zu kommen. Wir haben ihn schon so oft eingeladen und er sagt immer, Frank, du weißt ganz genau, ihr macht es immer ja, um den Anfang November, das ist bei uns die Hochzeit, das sind die ganzen Präsentationen, die wir in Paris halten müssen, um unsere Champagner das ganze Jahr über zu verkaufen. So ist das. Also ein kleiner Familienbetrieb. Du hast eben erwähnt, wo der Laden ist. Wenn das nochmal die nächstgrößere Stadt, die ich auch kenne. Also Grammont liegt an der Côte des Blancs, aber nur wenige Kilometer weg von Ay. Ay liegt wiederum an der Marne, also im Marne-Tal. Und das ist unweit von Reims. Da musst du nur einmal über den Berg. Also Reims für Deutsche. Reims ist die Hauptstadt der Champagne, eine Großstadt, aber eine sehr, sehr schöne Stadt mit einem wunderbaren alten Kern, mit einer grandiosen Kathedrale, spektakulären Champagnerhäusern, die man besuchen kann. Aber sowohl in Reims als auch in Ay gibt es also sehr viele große Häuser, die man besuchen kann. Wie weit ist das weg von Paris ungefähr? Nochmal 2 Stunden? Von Saarbrücken aus? Nee, von Saarbrücken sind es, glaube ich, 3 Stunden. Mit dem Auto ein bisschen mehr als 2, 2,5. Zweieinhalb Stunden. Das heißt ungefähr die halbe Strecke bis Saarbrücken. Kommt das bis Paris? Nee, Paris sind bis in 3 Stunden. Bis in 3 Stunden. Mit dem Auto? Von Saarbrücken aus, ja. Echt? Was hast du denn für ein Auto? Ich brauche immer 5. Ich halte mich an das Geschwindigkeitslimit von 130 Stundenkilometern auf französischen Autobahnen. Also ihr merkt schon, das ist alles hier um die Ecke. Und du warst schon oft da, hast dir das ganze Haus mal angeguckt. Also vielleicht nochmal kurz, wenn die Leute auf den Geschmack gekommen sind. Die haben noch eine zweite Qualität, die kosten 10er mehr ungefähr, genau, kann man das sagen? Die Reserve, die reift sage und schreibe 9 Jahre auf der Hefe. Und der hat noch einen höheren Anteil an Reserveweinen. Deswegen darf er diesen Namen auch zurecht tragen. Und da hat man natürlich noch mal
eine viel größere Mundfülle. Und das ist so ein Champagner, den man auch das ganze Menü über trinken kann. Weißt du, was wir mal machen müssen? Zu Fisch und Fleisch passt. Und sowas machen wir auch regelmäßig. Übrigens nächsten Samstag in der Fasanerie, da gibt es immer ein Champagner-Menü im November. In Fasanerie in? Ich, ja, in Zweibrücken. In Zweibrücken, die Fasanerie in Zweibrücken. Also für alle, die nicht wissen, wo die Fasanerie ist, wir haben ja, wir müssen unbedingt mal ein Sonderband machen, nicht nur 30 Jahre Petit Jean Pien, sondern auch mal 5 Jahre oder 6 Jahre machen wir, glaube ich, schon Wein des Monats, schon irre lang. Ja. Und irre lang. Und das sind dann ungefähr 60, 70 Folgen, die müssten wir eigentlich mal bei YouTube in eine Playliste stellen und die mal hochladen mit dem eigenen Kanal. Das, die sind doch alle bei dir drauf, oder? Die sind alle bei dir? Ja, liegen alle bei mir. Alle beim Masterwein-Kanal, ja. So, das heißt, da sind alle Folgen. Oben anklicken, sind alle Folgen drin. Wann haben wir angefangen? Weißt du es noch? Nee. Aber es ist irre lang her. Kommt gut hin, 4, 5 Jahre. 4, 5 Jahre sind wir drauf. Also, das ist wirklich eine Empfehlung. Ich muss sagen, wir sind ja auch beide auch gealtert in der Zeit. Ja, du nicht ganz so stark wie ich. Unwesentlich. Und jetzt darfst du mal öffnen, denn wir haben ja über alles gesprochen, aber noch nicht. Ich habe alles gemacht, nur noch nicht getrunken. Also, aber noch nicht. Das Wasser die ganze Zeit schon im Mund zusammen. Das haben wir übrigens noch nie gemacht. Wir haben noch nie. Was haben wir denn hier für eine trockene Veranstaltung? Okay, wir haben nämlich noch nie einen Wein den Preis verraten, bevor wir den getrunken haben. Das machen wir jetzt aber trotzdem mal. Das ist ja auch eine, ich sag mal, ein Zelebrieren beim Champagner. Man könnte ja, wir haben eben noch gewitzelt, haben gesagt, warum wird der denn nicht mit Kronkorken ausgeliefert oder mit dem Drehverschluss? Ein Drehverschluss geht, glaube ich, nicht wegen dem Druck, aber ein Kronkorken wird, glaube ich, gehen. Rein theoretisch ja, aber es wäre natürlich ein Sakrileg. Sakrileg. Also, das muss man ganz klar formulieren. Er kommt. Er kommt. Okay, ja, gut. Nicht, dass es Tote gibt, weil du hast auch noch drauf geguckt. Ja, wollte ich dir noch kurz erklären, was das hier mit dieser Kapsel auf sich hat. Aber boah. Du hast natürlich recht, hier ist Mordsdruck drauf, ja. Obwohl er schön temperiert ist. Der kommt frisch aus dem Lager, gell? Ja, kommt frisch aus der Kühlung, ja. So, und das sieht man hier. Oh, der perlt schön. Ja, das perlt wunderbar. Man sieht schon ganz feine Perlage. Du musst mal hochhalten, bitte. Ganz hoch, bitte. Dann kann ich es besser filmen. Weil dann sieht man es nämlich ganz gut, wie schön der. Da leuchten Sterne, da blitzen Kristalle auf. Ja, das ist auch ein optisches Spiel, ein Genuss. Und man sieht, das hört überhaupt nicht auf zu perlen. Das ist auch schön. Also denkt dran, wenn ihr diese löblichen Worte jetzt hört, das ist alles nur schnöde Werbung, die wir euch hier verkaufen, ja, denn ihr sollt das Zeug anschließend kaufen. Nee, Spaß beiseite, Wein ist Leidenschaft, Wein ist ein Hobby für viele, also die wirklich, oder? Und Wein ist Passion, Wein ist Hingabe, Wein ist Kultur, Wein ist Leben, ja. Ich kann mir ein Leben ohne Wein gar nicht vorstellen. Ich glaube, ich muss mal alle Sendungen zusammenschneiden. Aber Menschen sehen das sicher anders. Alle Sendungen zusammenschneiden, wo du den probierst nur. Okay. Und das haben wir ja jedes Mal in schnell A.O. Gänsehaut und so. Bitteschön, ja. Erstmal riechen. Man sieht schon eine wunderbare, feinperlige Mousse, die da aufsteigt. Willst du auch mal riechen? Das ist sowas von toll. Ah, jetzt riecht man es wieder. Das sind so diese leichten Zitrusnoten, die ja, kommen. Dann ja, der Brioche so ein bisschen, nicht ganz so stark wie bei dem Reserve, doch schon. Ey, ich bin ja richtig begeistert. Also als ob du das schon mal gelernt hast. Der Reserve eben, der war ein bisschen mehr Brioche, fand ich, oder? Ja, genau. Also hier ist ein bisschen mehr der Fokus auf der Fruchtseite. Hier habe ich diese Zitrusfrüchte, Limette, Limone, ich habe ein bisschen Grapefruit, Pomelo, da hinten. Da darf ich nochmal schnuppern? Komm, bitte? Da darf ich nochmal schnuppern, ganz kurz. Ja, ich will mal grad. Das ist krass, der riecht, er schnuppert ganz anders als der Reserve. Das ist echt krass. Ja, das ist ja gut so. Ich meine, der war 3 Jahre auf der Hefe, der Reserve 3-mal so lange. Ja, also 9 Jahre. Dann darf der auch anders riechen, dann muss er auch anders. Er riecht ein bisschen frischer, finde ich so vom, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben natürlich, soll. Natürlich ist er frischer. Also es ist ein ganz anderes Produkt. Das ist ja auch mehr der Aperitivstil. Und hier habe ich aber neben diesen Fruchtkomponenten so ein bisschen Kapstachelbeere kommt auch noch raus. Dann kommen diese Brioche-Noten, wie von dir schon angesprochen. Ich habe so zart-nussige Noten, so nach weißen Mandeln riecht das auch ein bisschen. Und das macht so viel Lust auf den ersten Schluck. Bitteschön. Du merkst schon. Ich merk schon. Ich krieg schon ganz trockenen Mund.
Boah, ey. Ist ja gut. Boah, ey. Ja. Ja, 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 ja. Alles richtig gemacht. Also ein Wahnsinns-Auftakt. Erstmal diese mundfüllende, saftige, frische Frucht. Dazu dieses feinperlige, ganz zarte Prickeln am Gaumen. In jedem Quadratmillimeter trifft ein Bläschen auf, wenn man so ein bisschen kreisen lässt. Und dann diese unglaubliche Frische. Hintendran wirklich so eine salzige Mineralität. Man, ja, sofort bekommt man Lust auf den nächsten Schluck durch diese Salzigkeit. Aber sie bewirkt auch, dass man laufend neue Facetten erlebt am Gaumen. Ja, jetzt mit der Belüftung des Gaumens kommen noch mal ganz andere Noten rein. Das ist so faszinierend und komplex und sich ändernd, dass man, ja. Du beschreibst gerade meine Frau ein bisschen, ja. So ehrlich? Die ist so komplex. Deine Frau mir mal vorstellen. Die musst du mal kennen. Stimmt, die hast du noch gar nicht. Doch, die war doch mal mit abends essen, oder? Ja, natürlich. Als dein Sohn dabei war, glaube ich. Ja, genau. Also schon ein sehr schöner, frischer, erfrischender Champagner. Und ich darf verraten, es gibt hier einen bekannten Zwei-Sterne-Koch, bei dem ist er der Hauswein. Und, das, bei wem denn? Bei Martin Stopp. So, wir müssen uns beeilen, der Akku ist nämlich leer. Ah, okay. Vielen Dank, Frank Röder. Der Saft aus. Der ist nicht so schlimm, er muss ja auch mal zum Ende kommen. Champagner Petit-Jean Pienne, das Ganze bei masterwein.de. Der Wein des Monats ist diesmal ein Champagner im Dezember 2023. Einen ganzen Akku haben wir leer gefilmt, aber das hat sich gelohnt. 42 Minuten, die sich gelohnt haben bei Frank Röder. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, falls wir uns nicht mehr sehen. Ich denke, wir sehen uns vorher noch. Ein schönes Fest euch allen. Feiert, dass die Korken knallen. Wir freuen uns auf Silvester, auf ein gutes neues Jahr und lassen Sie es gut gehen, bleiben Sie gesund. Ja, bitte einmal noch probieren. Lass uns noch drin. Tschüss. Schade, dass man die Gänsehaut jetzt nicht sieht. Zum Wohle. Ciao. Zum Wohle.